sehen. Ist das nicht ein bisschen viel mit Teil, aber? Er ist ein Sau-Fan, aber ja, ist ein bisschen viel. Schon fast wie in Indonesien mit dem Tee, dem Zucker im Tee. Ja, die haben so viel Zucker drin gehabt. Etwa so viel. Aber fast nicht umrühren, so viel Zucker. Aber du hast ja letztens auch mal eine Doku gesehen und hast auch mal auf Zucker verzichten. Ja, stimmt eigentlich. Eben genau wegen dem. Jetzt verzichten wir auf Zucker. Eine ganze Woche. Nein, jetzt. Doch, egal. Also, das Nachtessen für die Zucker. Machen wir mal etwas einfaches Pasta mit Tomatensauce. Jetzt muss ich halt immer kontrollieren, ob es Zucker drin hat. 2,9. 3,9. Wir setzen hier. Und Pasta Zucker drin? Weiss ich auch nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen recherchieren. Also, Tomatensauce. 5,5. So eine normale. Was ist denn unsere Grenze? Bei unserer Grenze ist alles unter 1%. Unter 1%? Wo Spuren kann sein. Hier hat es No Added Sugar. Das ist sehr gut. 3,7. 3,7% Zucker. Okay. Ja, ich glaube, wir machen ein anderes Menü. Kürbissuppe bei fast 40 Grad. Ja, aber leider ohne Rahm gegessen. Und leider gibt es da irgendwie keine Läden. Sind wieder mal irgendwo nicht mehr im Outback. Aber egal. Jetzt halt ohne Rahm. Ist auch gesünder. Hauptsache zuckerfrei. Hauptsache zuckerfrei. Ich habe mich mal informiert über die Zuckerfreiwoche. Da gibt es ja so viele komplizierte Sachen wie Glucose, Fructose, Saccharose und Cassaldose. Und da gibt es Leute, die verzichten auf Weizen, auf Reis, auf Mehl, auf Pasta, auf Herdöpfel, das Stärke drin hat. Und auch alles in Zucker umgewandelt wird. Dann könnte ich nicht mal ein Bier mehr trinken. Geht es eigentlich noch? Ja, wir haben jetzt gesagt, wir verzichten auf den Weissen. Industriezucker, den wir kennen, der auch unter Umständen mit Fructose überall eingemischt wird. Und wir schauen, dass wir das auf einem tiefen Level halten können. Und Früchte verzichten wir nicht, weil das soll ja eigentlich auch noch gesund sein. Und ja, schauen wir mal, was die Woche so bringt. Hey, wir gehen heute Ausstrassen, Oystersfarm. Komm mit! Das gut ist, Seli. Hauptsache zuckerfrei. Wie schmecken sie? Oh, muss jetzt gut haben. Ja, okay, das darf man nicht essen. Oh, wieso? Hat Zucker. Hat nur 40%. Oh Mann. Oh, jetzt hat sie mich gerade verwünscht. Kann ich den essen? Doch, Haferflocken. Haferflocken mit ganz viel Spass. Ich glaube, wir müssen eingeben. Also, abgeben. Das ist jetzt das zuckerfreie Morgensee. Eins von den zuckerfreien Morgen, kein Zucker drin. Pancake. Ja. Das könnte ich mich gewöhnen. Die. Fisch? Sie hat gesagt, zuckerfrei. Ah, oh, Glück, da hat es keinen Zucker drin. Cola. No sugar. Was meint ihr, soll ich dazu? Ich habe Cola gesehen. Was soll das? Da ist kein Zucker drin. Ja, aber die Woche sollte auch gesund sein. Oh nein. Also Zucker bringen. So, unsere zuckerfreie Woche haben wir geschafft. Juhu, wir sind stolz. Hey. Ja, es war nicht so eine Hexerei.
Wir haben gemerkt, so auf gewisse versteckte Zucker können wir verzichten. Da hat es zum Beispiel 15% drin. Man kann es mit Natri-Joghurt, Nüsse, Zimt oder Früchte sehr gut versüßen und auch ein gutes Müsli machen. Ja, was wir einfach gemerkt haben, ist, dass man ein bisschen mehr Planung muss haben. Also wir haben zum Beispiel einen Wochenplan dann gemacht, und wo du immer die Menüs hast. Also das ist schon nicht schlecht. Aber ja, da ist es auch nicht so schwer. Da hat man halt Versuchung nicht so. Wir sind hier nirgendwo, niemand rum. Daheim ist es dann vielleicht etwas anderes, aber vielleicht probieren wir es dann nochmal. Was meinst du? Sicher. Superfreie Woche vorbei. Und jetzt dürfen wir die Klasse essen. Super. And you got me wanting.